Moin und willkommen zu Cataclysmo. Cataclysmo ist, ja, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus Zaya Billions und vielleicht Stronghold. Es hat so diese typischen Mechaniken, wo Gegnerhorden quasi auf die eigene Basis zu marschieren, wie in Zaya Billions. Und hat aber auch einen deutlich ausgereifteren Basisbau. Und zwar ist es so, dass man hier, ich kann es dir mal eben zeigen, seine Mauern und Co. Also es gibt so ein paar Gebäude, die man einfach so setzt. Das ist, ja, ist klar, ne? Es gibt hier beispielsweise Wohnhäuser oder eben Rohstoffsammler, die man einfach so setzt. Aber ich sag mal, alles Militärische in der Verteidigung, sprich Türme, Tore, Mauern und so weiter, das bauen wir mehr oder weniger Stein für Stein. Dieser Modus hier ist ein Endlos-Modus, ein Endlos-Überlebensmodus. Das heißt, wir werden täglich von Gegnerwellen angegriffen, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Wir wissen am Anfang noch nicht von wo. Es gibt in der Regel vier verschiedene Möglichkeiten. Sie können aus Norden, Osten, Süden oder Westen kommen. Das ist so der Standard. Und man kann halt gucken, das hier Richtung Norden gefällt mir schon mal ganz gut. Kann man hier eine Mauer hinsetzen und dann kann der rein theoretisch nichts durch. Genau, in die andere Richtung muss ich mal gucken. Es ist jetzt auch gar nicht so einfach, hier an Ressourcen zu kommen, außer Holz. Holz gibt es hier im Überfluss, aber Stein mal schauen. Genau, was machen wir? Also, wir versuchen erstmal unsere Basis aufzubauen und gleichzeitig ein Aha. bisschen mit unseren Truppen, die wir schon haben. Eyes Das ist einmal open. unsere Heldin Iris Toss und me high. eben ein Bogenschütze. Mit denen gehen wir schon so ein bisschen auf Erkundung. Man hat uns hier schon mal Holz hingelegt. Das nehmen wir aber erst auf, wenn wir schon ein bisschen Holz verbraucht haben. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel da drin ist. Steht hier auch nicht. Genau, mit denen erkunden wir dann tagsüber so ein bisschen und bereiten uns immer auf die Nacht vor, weil nachts kommen die Horden, wie bei Zaya Billions. Am Anfang auch genauso. Ganz wenig, ganz simple Gegner. Da bräuchte man wahrscheinlich noch nicht mal Mauern. Im späteren Verlauf werden die schon ein bisschen hartnäckiger. Also es kommen andere Typen dazu, schnellere Typen, größere Typen oder eben auch, ja, ein bisschen massig halten mehr aus, brüten nebenbei noch weitere kleine Gegner und die Anzahl wird insgesamt natürlich mehr. Genau. So, immer wenn wir eine Nacht überstanden haben, kriegen wir am Anfang immer einen Punkt, dann irgendwann 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte und so weiter. Und so weiter weiß ich noch gar nicht, weil ich habe es bisher nur so weit gespielt, dass es insgesamt 4 Punkte gab pro Nacht. Und mit diesen Punkten können wir hier sozusagen Forschung betreiben. Und zwar können wir beispielsweise neue Gebäudeteile für unsere Mauern und so weiter erforschen. Einmal aus Stein, einmal aus Holz. Wir können Brücken und Dächer. Wir können Fähigkeiten für Einheiten kaufen. Hier zum Beispiel, dass die Bogenschützen gelegentlich gleich mehrere Pfeile auf einmal abfeuern, statt nur einen. Wir können neue Einheitentypen erforschen. Wir können insgesamt neue Gebäude erforschen. Lagergebäude zum Beispiel, andere Luftfilter, größere Wohnhäuser. Ja, jede Menge insgesamt auf jeden Fall. Und genau, das können wir quasi ab dem zweiten Tag jeden Tag tun. Etwas erforschen, manchmal vielleicht auch nicht, wenn wir dann erstmal Punkte sparen müssen. Aber durch die Nächte bekommen wir diese halt. Dabei ist auch egal, wie gut wir abschließen, Hauptsache die Nacht ist abgeschlossen.
Und Ziel ist es letztendlich, dass dieses hier, die Feste, dass die Feste nicht zerstört wird. Sobald die zerstört wurde, haben wir verloren. Es gibt hier einen seltsamen Speichermechanismus. Wir können nicht ohne weiteres speichern. Das passiert ganz automatisch. Ich glaube, in diesem Modus ist das immer der Tag-Nacht-Wechsel. Also beziehungsweise andersrum, wenn wir die Nacht überstanden haben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, weil ich es noch nicht genutzt habe. Und das Laden in dem Fall, ich meine, klar, wenn wir das Spiel beendet haben, können wir ganz normal dann wieder da rein. Und ansonsten setzt eben die Iris die Zeit ein wenig zurück. So ist es gedacht. So. Was tun wir? Wir fangen an zu bauen. Also, wir können uns Entwürfe erstellen. Ich habe hier einfach mal Testhalber 2 erstellt. Habe dann gemerkt, hier habe ich doch ein bisschen verbaut von Teilen, die es am Anfang noch gar nicht gibt. Obwohl doch in dem Modus schon. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit, das ist mal so, ich denke mal, der Name da drunter ist und das Gebäude, aber das sind einfach Rohmaterialien, das ist als Überschrift für die hier oben, für die Gebäude, und Luftfiltration ist für die Gebäude, die hier kommen. Ich vertue mich da jedes Mal. So. Wir bauen eine Holzverlöte. Die bauen wir jetzt einfach mal dahin. Wir könnten noch eine zweite bauen. Das mache ich natürlich auch. Aber man sieht schon, die geht jetzt hier nicht durch diese, durch dieses Feld, was quasi abgearbeitet wird durch diesen Holzfäller. Also blockiert für weitere. Und das heißt, die dürfen sich nicht überlappen. Und man sieht im Grunde einmal hier zum Beispiel, ne, ist reichlich Holz vorhanden. 12 in Gänze. Hier sind es aber 14 oder eben auch 15 war, wenn ich es nicht bauen kann. Aber wir haben hier unten ja auch nochmal und da haben wir nochmal 15 zur Verfügung. So, das heißt, auch da auch. Hier ist die zweite Hütte dahin. Dann werden wir noch Stein abbauen. Da ist jetzt die Frage, da kriege ich sogar zwei ran, ne? Den da hinsetze. Ja. Machen wir einfach mal. Dann werden wir schon mal bauen Häuser. Wir werden bauen Häuser. Was ich mich gerade frage, ist, baue ich sie in die Mauer mit rein? Die hier entstehen wird. Nee. Ich weiß noch gar nicht, ob da eine Mauer entsteht. Aber bietet sich natürlich auch hier an. Hier brauchen wir keine, da geht's nicht durch. Da geht's noch durch, da müsste man auch zumachen. Tja. Ich würde sagen, ich setze erst einmal nicht direkt dran. Sondern dort die Häuser. Erstmal drei. Und dann geht uns das Holz aus. Deswegen machen wir mal weiter und sammeln das Holz ein. Pause ist unser Freund in diesem Spiel. Ja, wir sehen hier eine Zeit ablaufen und wir können während der Pausefunktion zum einen Befehle geben und eben bauen. Und das Bauen ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir anfangen Mauern zu bauen, dass wir das in der Pause bauen. Weil, wie erwähnt, wir werden Stein für Stein für Stein bauen. Das kann natürlich ein bisschen länger dauern, länger als wir eventuell am Tag Zeit hätten. So, ich wollte noch bauen. Eine
Das ist günstiger. Warum ist das günstiger? Naja, keine Fragen stellen, einfach bauen. Das setzen wir jetzt mal dort rein. Und zwar bauen wir das mal so. Zack. Das ist halt auch ein Gebäude, was hier oben drauf ist. Plus diese ganzen Einzelteile unten drunter, die ich schon mal irgendwann gesetzt habe. Diese Dinger möchten halt etwas höher stehen, damit sie mehr Luft filtern können. So ganz unten bringt es gar nichts, hier oben drauf zum Beispiel bringt es nur etwas und hier ab der Höhe bringt es halt das Maximum von 180 Sauerstoff. Genau. Und wir hätten sogar noch, nee, hätten wir nicht, wir haben nämlich keine Leute mehr, dafür brauchen wir die Häuser. That's right. Hier geht es mal erkunden. We will prevail. So, je weiter so eine Produktionsstätte, wie zum Beispiel die Holzfäller oder eben die Steinmetze von dem Teil hier entfernt sind, desto länger dauert es, diese Materialien zu fördern. Daher macht es Sinn, gegebenenfalls auch später über Lagerstätten nachzudenken. We will prevail. Oxygen is dwindling. Okay, das hier sieht gut aus. Das ist schön umschlossen. Dass wir vielleicht hier die Mauer setzen, da und da. Dann hätten wir dieses Gebiet auch noch gesichert. We will prevail. So, was wir noch machen werden, wir werden eine Kaserne bauen. Oh, weiß nicht. Ach komm, ich setze dieses Mal hier damit dran. We're good. Und da sind schon die Gegner. For Ogar. Es gibt eben auch über Tag welche. Ja, das ist auch eine schöne Ecke für eine Mauer. Wenn wir sie denn überhaupt brauchen, weil hier scheint auch. Yes. Ja, da ist auch zu. Low oxygen production. Okay, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er mir das sagt. Das heißt, wir machen uns jetzt doch noch einmal kurz Gedanken über weitere Sauerstoffproduktion. Und die machen wir dann einfach mal hier ran. Oh. The bat, that's right. Masks on. Es gibt Höhenvorteile in diesem Spiel, aber das ist schon mal ein etwas schnellerer. Ja, also je höher man ist, desto weiter kann man schießen, desto stärker gegebenenfalls auch. Also die Einheiten profitieren von unterschiedlichen Höhen. Yes. Okay. Ist das so ein Ding, was müsste ich hier abschließen? That's right. Brauche ich hierfür irgendwas? Nicht wirklich. Also wir können das hier einfach mal erweitern. Ich habe noch gar nicht auf der Seite geguckt, fällt mir gerade auf. The night is nearly here. So. Das ist die Vorbereitung. Wir sind jetzt sozusagen, ich würde mal sagen, am Abend. Und ab jetzt wissen wir, und das ist jede Nacht so oder jeden Abend so, wo die Gegner kommen. Wir können uns hier einmal drehen. Ich habe sie auch schon gesehen. Sie kommen von der Seite. Sie kommen aus dem Norden. Das heißt, wir bräuchten eigentlich hier im Norden jetzt eine Verteidigung. Und wenn das
so ist wie beim letzten Spiel oder auch bei meinem allerersten Testspiel. Dann sind die ersten Nächte immer aus dem Norden, ich glaube 3 oder 4 Nächte, bevor eine andere Seite kommt und dann auch immer mal 2 Seiten gleichzeitig und dann kommen so nach und nach eben die anderen Seiten mit dazu. Wie gesagt, Pause ist auch die Pause ist unser Verbündeter. Und ich werde jetzt mal gucken, dass wir unser Gebiet mal darüber erweitern. Na, man sieht das ganz schön, es gibt so einen Einflussbereich. Nur in dem kann man bauen. Das sieht man halt jetzt ganz gut. Das ist so hier dieser Lichtkiel sozusagen und das wird von der Feste gemacht und durch diese Türme kann man sie eben erweitern. Diese grüne Bereich, den man gerade gesehen hat, der glaube ich jetzt bis hier geht, das wird dann der neue Bereich und dann können wir da bauen. Das ist so der Plan. Ich hoffe mal, dass sie vor der Nacht fertig sind. We lack citizens for that. Keine Bevölkerung. Wo ist denn die Bevölkerung hin? Auch das Bevölkerung? Nee. 2, 4. Na gut, die Dinger brauchen natürlich auch. Hopgood. So, da ist jetzt gerade einer fertig geworden. Das heißt, wir können nämlich jetzt auch noch hier bauen. Mhm. Sehen und bauen. For Ogar. Okay, das ist keine schöne Seite. Das ist halt insofern in Ordnung, dass man hier zumachen kann. Wenn man eben auf dieses hier verzichtet. Wir können hier zum Beispiel eine Mauer setzen. Hier eine Mauer setzen macht mehr Sinn. We will prevail. The horrors are coming. Jetzt habe ich die Zeit verplempert. Mal gucken, wie viele da kommen. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man jetzt hier so weit ausweitet. Normalerweise bin ich immer in diesem Gebiet geblieben, wenn ich gespielt habe. Aber unter bestimmten Voraussetzungen war es echt blöd. Gerade wenn die Mauern, die man gebaut hat, immer wieder eingerissen wurden. Yes? I've got this. Wenn man nur so viel produziert hat an Stein, das wieder aufzubauen, was eingerissen wurde. Was ja wieder eingerissen wird bei der nächsten Welle, die ja eigentlich noch stärker ist. Das ist halt blöd. Von daher sollte man gucken, dass man eine weitere Quelle sich besorgt. Aha. So, das war einfach. Und wir fangen an, dieses Steinpaket zu kaufen. Good. Und dann gehen wir hier weiter. Genau, da machen wir jetzt tatsächlich einfach an der Stelle zu. Habe ich jetzt beschlossen. Wieder keine Leute, aber dann ist das so. We are. Geht mal weiter. Masks on. Yes. We will prevail. Das Ding würde ich halt auch irgendwie gerne einnehmen und von hier. Hier ist sozusagen ein Spawn. Masks on. Das heißt, hier müsste ich eigentlich zumachen. Where to? On my way. The pallido shines. We will prevail. We will prevail.
weiter. Eyes open for Ogar. Yes. That's right. We will prevail. Da ist auf jeden Fall ein Nest und ein Nest schickt auch weitere Gegner. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Masks on. Masks on. Ja? I'm on. Eigentlich zu wenig Leute sein, ich bin mir nicht sicher. Nö. Eyes open. Yes? Okay, ansonsten ist hier eigentlich auch so gut wie zu. Da noch nicht. So, wir werden in der kommenden Nacht auf jeden Fall bauen. Wir haben schon wieder einiges verschenkt. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Und zwar, wenn wir Zeit verschenken mit dem Bauen, verschenken wir Rohstoffe. Ne? Wir haben jetzt hier die ganze Zeit 400 von 400 Steinen. Die können wir jetzt verbauen. Die beiden produzieren halt nicht weiter. Würden wir jetzt aber bauen, würden die auch weiter produzieren, dann könnten wir natürlich insgesamt am Tag auch mehr Rohstoffe einnehmen. Und das reicht nicht. Das ist ja bitter. Und wenn wir mehr Rohstoffe einnehmen, können wir natürlich auch größere Bauten und stärkere Bauten bauen. So. Dann setzen wir das Ding mal dahin. Vielleicht gleich noch einen zweiten. Oder gleich komplett. So. We are needed. Good. We will prevail. We will prevail. The night is nearly here. Okay, wir kommen wieder von hier. Die können, glaube ich, nur hier lang. A unit can't reach its destination. So, jetzt sind wir eigentlich bereit und können bauen. Das heißt, wir machen das als unsere Linie. Lassen den Truppen aber noch mal hier einen Weg durch. Bis dort. So, dann muss ich hier den Boden etwas einebnen. Dahin. Brauchen wir keine Treppen dafür bauen. Setzen das Ding dahin. So, und dann ist hier theoretisch zu. Natürlich reicht das von der Höhe nicht. Auf jeden Fall schon mal mindestens auf dieser Höhe. So.
Das ist natürlich blöd, aber das klären wir später. Hauptsache, die gehen jetzt mal nach Hause. Oxygen production. Was heißt, klären wir später. Also zum einen müssen wir nochmal so ein Teil bauen. Das bauen wir jetzt hier hin. Sieht nicht schön aus, ist aber funktional. Und dann werden wir die Mauer. Ich glaube, das ist falsch. So breit machen. So, und dann kann man unten drunter auch durchlaufen. Und dann werden wir oben. Die Teile haben wir noch nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist erstmal nur provisorisch. Aha. Masks on. We are needed. Schlecht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir brauchen das gleiche nochmal hier drüben. Auch das erstmal nur provisorisch. For geht hier bitte lieber da hinauf. That's right. So. Not enough. Die sollten eigentlich schon reichen. Schützen. Ja, das lasse ich erstmal so. Ja, da direkt hinter die Mauer ist natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen zu eng, ne? Ne, passt genau. Jetzt eigentlich alle hier rauskommen. Das ist halt die Frage, ob ich hier einen Turm bauen darf, um hier rüber zu schießen. Post me high. Right away. Doing it. Hast du schon ein paar mehr als die drei gerade eben, ne? So. Dann geht mal bitte da lang. Dann reißen wir das mal ab.
natürlich der Weg rauf. Ice oak, yes. Holz, wir haben Holz gefunden. Masks on. Sehr nah dran hier. Ich frage, ob da auch was rauskommt. Oder ich denke mal eher hier hinten. For Ogar. The Pallido. Da ist noch mehr Holz. Noch einen Aufgang. Damit nicht die komplette Zeit verstreicht, machen wir mal kurz Pause. Und fangen mal mit dem hier an. Irgendwie ungünstig auf der Seite damit anzufangen, ne? Naja. Sie kommen auf jeden Fall hier hoch. Natürlich keinen Sinn. So, wir machen das gleiche nochmal und fangen diesmal auf der Seite hier an. So machen wir das. Und der Aufgang ist von der Seite aus zugänglich, ne? Ja. Das ist ein runder Aufgang. Dann können wir nämlich hier auch zumachen. Das ist jetzt nicht kriegsentscheidend sozusagen, aber spätestens, wenn das hier andere Tore werden, also nicht einfach offen ist, sondern wirklich mit einem Tor davor, dann wird das natürlich schon entscheiden, weil wir dann eine zweite Linie haben. Wo die Gegner auch nochmal durch müssen. Wobei, wenn sie die erste durchbrochen haben. Ja, ist auch ganz schnell Ende eigentlich. So, dann machen wir das gleiche hier nochmal andersrum. Auch noch. So, dann haben wir die erste Mauer soweit erstmal stehen.
hier weiter. That's right. Kurz gucken, was es hier gibt. Good. Hier kann man leider durch. We will prevail. Die Frage ist, wohin? We will prevail. Masks on. Okay, da ist Schluss. We will prevail. Wir haben echt viel Holz. Können wir das ja schon mal da reinsetzen. Die Frage ist, können wir das auch nehmen, ne? We're under attack. Stopp. Wo werden wir angegriffen? Hm? Mhm. Von wo? Es gibt hier eigentlich kein Nest mehr. Die habe ich. Where to? Habe ich zerstört. Hm. The night is nearly here. Naja. Good. Yes. Sie kommen wieder nur von der Seite. Yes, doing it. Right away. Huh? I'm on it. Yeah? I've got this. Post me high. On it. Hm? On my way. So, dann haben wir das alles. Müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir hier vielleicht noch einen weiteren bauen. Das ist neu für mich. 6, 7, 8, 7. Und dann machen wir natürlich 8. The horrors are coming. So, und dann ist gleich die Frage, wo kommen sie als nächstes? Und hier mache ich gerade mit Absicht nicht weiter. Aber hier will ich Fenster einbauen. Low oxygen production. Schon wieder Oxygen. Das war nur geringfügig nervig. Punkt werde ich glaube ich noch nicht ausgeben. Ich brauche das hier für mehr Leute. Beziehungsweise, wie sieht es denn aus mit den Fenstern? Ja, Laterne. Ja, so oder so, ne? Auch wenn ich ihn noch nicht nutzen kann. Ist die Frage, baue ich da jetzt einfach schon mal eine Mauer? Eyes open. For Ogar.
ob das reicht. We will prevail. Masks on. That's right. We will prevail. Kann man nicht hin. We will prevail. Masks on. We will prevail. Good. Hoppala. Da sind solche Brutviecher. Alle Soldaten mitgenommen. That's right. Und niemanden auf der Mauer gelassen. We will prevail. We're under attack. The night is nearly here. Diesmal sind es zwei. Jetzt anfangen, das da wieder zu zerstören. Das ist falsch. Egal. Ist tatsächlich nicht so dramatisch. Weil ich brauche ja eh den Untergrund noch. Die Seite ist, weiß ich natürlich nicht. Aber wir werden da bauen. Und hier werden wir, ich nehme an, hier bauen. Da brauchen wir aber ein Tor. Das ist ja blöd, dass das da reingeht. Ja, und zur Sicherheit machen wir auch da dicht. So. Da. Post me up. Huh? On it. Where to? Right away. Yes? Doing it. Yeah? I've got this. We're under attack. Ja, ja, die brauchen noch recht lange. Steinbruch setzen. Oh, wo wollen die denn lang?
We are needed. Good. For Ogar. The horrors are coming. Yes. We will prevail. I'm up. Yes? Ist aber schnell. Gefährliches. Aha. That's right. Nein. Huh? On my way. Post me high. I'm on. Where to? On it. So. We are needed. Man sieht auch, dass sich die Farbe verändert von der Mauer. Das hängt ja damit zusammen, wie hoch man sie schon gebaut hat. Und komischerweise... Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder sinnlos, aber... die Mauern werden... besser. Widerstandsfähiger, je größer und höher sie werden. Masks on. Klingt erstmal falsch, aber es ist halt ein Teil der Spielmechanik. Yes. That's right. We will prevail. Stopp. Erstmal bekämpfen sie. Der da explodiert, wenn man ihn nicht rechtzeitig wegbekommt. Da ist noch ein Ding. For Ogar. Kommen schon mal zurück. Da sind wieder die Ersten. Und dann gucken wir mal, von wo wir dieses Mal angegriffen werden. The night is nearly here. Nochmal von da. The pallido shines. We will prevail. Post me hard. Doing it. Yes. Right away. Yeah. I've got this. Huh? Na gut. Wir machen trotzdem schon mal hier weiter.
Das ist auch ein Vorteil der Pause. Man sieht, das würde jetzt eigentlich zusammenbrechen. Aber ich habe jetzt in der Pause natürlich nochmal die Gelegenheit, etwas runterzusetzen, damit es nicht passiert. Und dann setzen wir das Ding davor. Dann wissen wir, da müssen wir rein. Das auch. Könnt ihr zumindest da schon mal rauf? Hier noch nicht. So, da ist einer drin. Das sah so aus, als wenn nicht. Passiert ist. So, brauchen wir schon neue Soldaten? Könnten wir uns jetzt holen. Könnten aber auch... Wir könnten auch die Zinnen holen. Ha? Huh? For Ogar. On my way. Die Zinnen wollte ich gar nicht. Ich wollte die Fenster. Naja. Jetzt haben wir Zinnen. Vielleicht nehmen wir das hier auch nochmal aus. Das ist jetzt einfach nur ein schneller Weg, das zu bauen. Vielleicht nicht unbedingt der beste, aber was soll's. So, es geht um die Funktionalität, ne? Seite fertig. Da drüben sind, dann holen wir uns das hier auch noch.
Und noch das Ding. Und dann warten wir nochmal die nächste Nacht ab. Und gucken mal, von wo wir dann überhaupt angegriffen werden. Noch wissen wir es ja gar nicht. Night is nearly here. Dann gucken wir mal, wer wäre denn von unten angegriffen? Eis ja, scheint, dass wir da schon vorbereitet sind. Als wenn ich das geahnt hätte. Right away. Where to? On it. Yes? Post me doing it. Yes? On it. I've got this. We are needed. That's right. Where to? I'm on it. Yeah? On my way. Where to? Right away. Schnelleren Viecher. Jetzt aber die Fenster. Vielleicht aber sogar die Laternen. Nein, die Laternen glaube ich nur kosmetischer Natur sind, oder? Ich bin mir da jetzt We are needed. Nicht sicher. Eyes open. We will prevail. Yes, on my way. So, jetzt werden wir hier die Fenster brauchen. Das sind die. Not enough stone. Nicht genügend Stein. Doing it. I'm on it. Where to? Ich werde einen von euch wahrscheinlich noch brauchen. Yeah, on it. Yes, I've got this. Post me hard.
Ding ist eigentlich Quatsch. Na komm, machen wir das auch noch mal dahin. Und dann warten wir mal ab, von welcher Seite sie jetzt kommen. The night is nearly here. In zwei Seiten. Yes. On it. Hm? Hm. Dann jetzt wird's halt langsam spannend. Eigentlich mehr Truppen, die ich nicht habe. Leicht Probleme hier. Kapazität und nehmen mal so. Ja? Yeah? Hier mal Platz. Huh? Right away. Where to? Doing it. Auch 15, nicht schlecht. 15 Holz. Also ich kann mir natürlich noch mehr Holz holen. Ich habe ja noch ein bisschen Wald in meinem Gebiet. Low oxygen production. Warum sagt er das? Weil das unter Runde ist, oder? Was ist der Grund?
Let's go already. Okay. Let's go already. Right. What? Okay. Good. Let's go already. Right. Oxygen is dwindling. Jetzt aber nicht mehr. Das Ding ist fertig. Huh? On my way. Machen wir mal da mal drüber, ne? Yeah. Doing it. So, dann warten wir die nächste Nacht noch einmal ab. The night is nearly here. Wieder von da. Nur noch von einer Seite. Ja. Nur von einer Seite, dann geht ihr mal mit rüber. Mhm. Post me high, right away. The Balido. Good. Dahin. Yes? On it. Du gehst dahin, du gehst da rein. Du gehst dahin. I'm ready. Yeah. Where to? I'm on it. Post me high. I've got this. Huh? Mhm. Yes. No. On it. Dahin. Dafür ist dann wahrscheinlich was Größeres dabei. Einfacher, wenn ich das von draußen kommen lasse, ne? Nee, ist es nicht. Gerade ein. The horrors are coming. Ein. On my way. Das war mal, dass wir einzelne Viecher wieder auch so machen können. Die Frage, genau das will ich haben.
Ist ja auch Quatsch. Nein, doch nicht. Wie ich das da machen soll. The night is nearly here. Okay, das machen sie nur von unten. Masks on. I'm ready. Okay. Yeah. Right. Yeah. Right. I'm on it. Yes. Doing it. Post me high. I've got this. Huh? Right away. Where to? Huh? I'm on it. Mm-hmm. Doing it. Ihr bleibt bitte da. Right away. So. Der Rest darf hinmarschieren. Ich mich gerade, wenn ich von da aus weiter hoch will, geht das? Ja. Das ist Quatsch. Ist ja wieder das Gleiche. Aber das ist egal. Das kann ruhig. Warum ist das da? Das habe ich ja schon gemacht. Auch schon über den Baum rüber. So, und dann
Das passt doch niemals, oder? Not enough stone. Jetzt ist die Frage, kann davon... The horrors are coming. Schon mal nach hoch, ja, kann er. On it. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Auch wenn noch zwei Mann an der anderen Mauer sind. Zwei Punkte. Die setzen wir nochmal in Einheiten. Aber schon, der Stein kommt nur langsam wieder rein. Sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus mit dem Ding da drin, ne? Aber leider kann man das nicht mit einbauen. Also nicht auf die Art einbauen. So. The night is nearly here. Da weiß ich tatsächlich noch nicht, wie ich das machen soll.
jetzt ein. Ich muss ja gucken, von wo sie kommen. Das ist aktuell nur von da drüben. Masks on. Aha. Makes sense. Hm? I've got this. Yes? Hm. Post me high. On my way. Ach, da sind noch zwei mehr. Hm. Huh? Doing it. Yeah? Right away. Let's go already. Mm. I'm ready. Mm-hmm. Ich befürchte. A unit can't reach its destination. Warum kommen jetzt alle nicht mehr hoch? Huh? We will prevail. Die kommen nicht runter. The Pálido, yes. Oh Gott. Huh? For Ogar. Ice Oak, we will prevail. A unit can't reach its destiny. The horrors are coming. Das ist jetzt ziemlich scheiße. Ich ehrlich gesagt auch nicht. A unit can't reach its destination. Yeah. Okay. Ich muss ja irgendwas zugebaut haben, aber hier ist alles. Alles in Ordnung. Und hier eigentlich auch. That's right. A unit can't reach its destination. Aber warum? I'm on it. A unit can't reach its destination. Konnte man nicht irgendwie. So. Das hat doch vorher gepasst. Where to? On it. Mal angenommen, ich nehme jetzt das weg, das weg. Ja, das ist es gewesen. Aha. We will prevail. A unit can't reach its destination. Post me high. Mm-hmm. What is life? Low oxygen production.
Okay. Yes. Warte mal. Wir werden mal die Zeit falten und dahin zurückgehen. Hat man das zumindest auch mal gesehen? The night is nearly here. Okay, da könnte und sollte es passen. Aber hier nicht. Hochgehen. Das ist zu eng gebaut. Und auch hier, da bauen wir es mal. Jetzt könnt ihr. We are needed. Good. Alle Heroes. Masks on. Yeah? I've got this. Huh? I'm on it. Okay, dazu bauen wir Quatsch, dann bauen wir das Ding einfach hier hin. Makes sense. Let's go already. Right away. A unit can't reach its destination. Geht jetzt auch nicht, aber warum? Where to? On it. A unit can't reach its destination. Da das falsche Ding ist. Yes? On my way. A unit can't reach its destination.
Machen wir es ganz anders. Wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist dahin weiter, ne? Was habe ich denn da gemacht, Amon? Post me high. Ja. Das lassen wir mal eben. Was für ein Durcheinander hier. Fällt mir gerade ein, weil ich habe ja was Bestimmtes vor. Oder zwei höher sogar. Mal gucken. Naja, so. Das soll es aber erstmal für Kataklysmo gewesen sein. Doch ein bisschen was geschafft. Zwei Mauern sind schon relativ stabil. Allerdings kommt man hier unten noch rein. Man hat es gerade eben gemerkt, dass das eine Katastrophe ist, weil die Viecher haben hier das Holz angegriffen und dadurch im Inneren quasi den ersten Boden hier rausgerissen. Könnte man jetzt natürlich in folgenden Mauern ändern, indem man das Ganze auch aus Stein macht in der Mitte. Ja, mit diesen Steinbögen hier ja eigentlich gar kein Problem. Aber ich will das eigentlich nicht alles nochmal neu machen. Aber hier wird es vielleicht noch Sinn machen, da hinten nicht. Mal gucken. Ja, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall hier die beiden Seiten nochmal verstärken müssen. Also eine auf jeden Fall. Weil irgendwo werden sie ja jetzt demnächst auch hier angreifen. Und dann werden wir weiter forschen. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung. Entweder in neue Waffensysteme oder zum Beispiel hier die Hauserweiterungen. Das setzt man hier oben drauf, dann gibt es weitere Bewohner, wobei ich da wahrscheinlich erstmal drauf verzichten würde und stattdessen die hier zum Beispiel erstmal forschen würde. Dann kann man die erstmal aufwerten und dann bringen die, ja, ich sage jetzt einfach mal doppelt so viele Leute. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich doppelt so viele sind. Aber auf jeden Fall deutlich mehr. Es bringt mehr, als die Erweiterung oben aufzusetzen. Da müssen wir mal gucken. Es gibt verschiedene Erweiterungen, die man drauf platzieren kann. Genauso hier an diesen Dingern. Deswegen ist hier zum Beispiel überall schon so ein bisschen Stein vorbereitet. Man kann hier eine Erweiterung draufsetzen, dass die effektiver sind, entweder weniger Leute brauchen oder ich meine mehr Luft produzieren. Genau. Das sind aber Sachen und Entscheidungen, die wir beim nächsten Mal fällen werden. Jo, bis dahin sagt mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr das auch schon gezockt habt, was ihr anders machen würdet und wie ihr weiter vorgehen würdet, eventuell auch. Und
bin mir immer noch unschlüssig. Es gibt im Netz zahlreiche Blaupausen für diese Gebäude hier zum Stacken, dass man die übereinander platzieren kann. Aber ich habe immer Schwierigkeiten, das wirklich so zu bauen, dass man die mit Stufen gleich oben drauf platzieren kann. Wenn ihr da etwas wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht auch einen Link dahin, wenn möglich. Und ansonsten, wenn ihr mögt, hier mache ich weiter. Dürft ihr gerne zuschauen, sonst würde ich es natürlich nicht hochladen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und sage bis dahin vielen Dank fürs Zusehen und ciao.